Hallo und willkommen zurück. Also, ich bin eigentlich auf dem Weg zum Sport, aber ich dachte mir, ich drehe dieses Video jetzt trotzdem, denn es passt auch thematisch und ich hatte gerade so einen richtigen Impuls, das aufzunehmen. Vorab möchte ich aber einmal ganz kurz mich richtig krass bedanken für all die Kommentare, die Nachrichten, die zahlreichen Abonnenten, einfach so die ganze Unterstützung der letzten Wochen. Auch die Offenheit. Ich fand es total schön, dass an einigen Stellen schon so ein Austausch entstanden ist und ja, einige Leute ihre Erfahrungen geteilt haben. Also vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt leider gerade in meinem Innenhof und man hört wahrscheinlich ab und zu Fahrradgeräusche. Es geht später auch um Fahrräder, also auch sehr passend. ja, genau. So, fangen wir jetzt aber direkt mit dem Thema an. Und zwar geht es um das Selbst- bzw. eher Mitgestalten der eigenen Welt. Und in meinem letzten Video hatte jemand geschrieben, eine Welt, die aufs Sehen ausgerichtet ist. Und ich fand die Formulierung gut und passend und finde es so spannend, weil ich bei mir halt immer wieder feststelle, dass ich auch meine eigene Welt weiterhin so gut ich kann, versuche aufs Sehen auszurichten. Also, obwohl ich eben einen Großteil meines Sehvermögens verloren habe, probiere ich das teilweise mehr, teilweise weniger erfolgreich. Aber es gibt eben auch Lebensbereiche, die viel, viel freier sind an Gestaltungsmöglichkeiten. Und gerade wenn man eben nicht weiter versucht, diese Schablone des Sehenkönnens zu benutzen beim Gestalten. Und das ist das, was ich halt sehr viel gemacht habe. Also ich versuche es jetzt erstmal an einem Beispiel zu erklären. Freizeit. Ich hatte ja schon in einem Video erzählt, dass ich versucht habe, solange ich kann, weiter Handball zu spielen. Ich habe auch mit Leichtathletik weitergemacht, was auch besser ging. Aber auch da habe ich immer mal wieder Verletzungen gehabt, vor allem Gelenkausrenkungen, wenn ich eben kleine Stufen oder Wurzeln beim schnellen Laufen oder so nicht gesehen habe. Und genau das Gleiche mit Fahrradfahren. Also das ist jetzt vielleicht nicht direkt ein Hobby gewesen, aber das habe ich auch weiter durchgezogen, bis ich irgendwann gegen eine Mauer gedüst bin. mit dem Joggen habe ich auch dieses Jahr aufgehört, weil ich eben fast überfahren wurde und deswegen dann dachte, okay, es ist ja auch an einer gewissen Stelle unverantwortlich, wenn man beispielsweise weiter Fahrrad fährt. Also diese Mauer, die ich damals nicht gesehen habe, hätte auch ein kleines Kind sein können. Aber es ist auch verständlich, dass man eben, wenn man in einer Welt aufgewachsen ist, die sehend war, also wenn man eben selbst sehen konnte und mein gesamtes Umfeld war nahezu vollständig sehen, dass man nicht direkt den Mut hat oder vielleicht auch überhaupt das Wissen und die Erfahrungen, das umzugestalten alles, ne? Also das macht ja auch total Sinn. Aber bis heute ist es halt so, also ich habe ja schon mal erzählt, dass ich dieses Jahr wandern war und auch da meine Sehbehinderung überhaupt nicht mit einbezogen habe und versucht habe, quasi weiter, ich sag mal, wie die anderen, wie es allgemein so üblich ist, das Ganze zu machen. Skaten das Gleiche. Also es gibt ja zum Beispiel krasse blinde Skater, krasse blinde Wanderer auch. Aber die haben das höchstwahrscheinlich eben auf ihre Weise gestaltet und sind nicht so wie ich dann mit meinem Skateboard mit den sehenden Massen mitgedüst auf irgendwelchen Strecken, wo überall Leute rumhüpften und so. Es gibt natürlich auch eben Hobbys, die ursprünglich vielleicht auf Sehen ausgerichtet sind, aber die man total toll umgestalten kann. Und ich finde das unfassbar schön, diesen Horizont der Gestaltungsmöglichkeiten immer mehr zu entdecken. Das Fahrradfahren habe ich jetzt hier im Tandem stehen, das ist schon mal richtig toll. Tada! Und auch jetzt in meinem Fitnessstudio gibt es zum Beispiel Trainer, die mir dann irgendwann, als ich das von der Sehbehinderung erzählt habe, angeboten haben, mir immer wieder neue Geräte so richtig ausführlich zu erklären, weil ich halt diese ganzen Bilder nicht erkenne. Also es gibt ja richtig oft andere Möglichkeiten und ich mag das so, weil das eben was sehr, sehr Selbstbestärkendes hat. Ich habe beim Schneiden des Videos gemerkt, dass ich irgendwie die Thematik mit zu wenig Beispielen gefüllt habe. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal so ein paar nennen.
Zum Beispiel beim Joggen oder so könnte man natürlich auch sagen, dass man eben nicht mehr alleine joggt, sondern einfach immer mit jemandem zusammen. Ich habe ja auch mal einen blinden Marathonläufer zum Beispiel kennengelernt und der ja fast genauso schnell läuft wie sehende Marathonläufer, aber immer seinen Begleitläufer dabei hat. Eine kleine Anekdote möchte ich sagen aus meiner Familie zum Beispiel. Wir haben letztes Jahr zu Ostern, da ist ja die Tradition halt, dass man diese ganzen Eier oder eben Süßigkeiten versteckt im Garten für die Kinder. Meine Geschwister und ich sind zwar eigentlich nicht mehr im Kindesalter, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, aber irgendwie haben wir diese Tradition trotzdem weitergeführt. Und dadurch, dass aber meine Schwester und ich immer im Nachteil sind gegenüber meinem Bruder, der halt perfekt sieht, haben wir das letztes Jahr so gemacht, dass halt meine Schwester und ich für meine Mutter, meinen Vater und meinen Bruder alles versteckt haben und daraus so ein richtig krasses Battle gemacht haben. Auch so mit, man kann dann so ein extra Goldnest finden und dann hat man direkt die und die Punkte plus. Also haben einfach so ein Spiel daraus quasi gemacht und haben halt diese alte Tradition so wie umgestaltet zu einer neuen, die eben auch richtig viel Spaß gemacht hat. Ich sitze ja gerade vor einem Bücherregal auch. Das ist auch ein passendes Ding. Also ich meine, ich muss sagen, Bücherregale machen mich immer noch so ein bisschen traurig, weil ich so das Gefühl habe, so ganz werde ich einfach nie wieder diesen Zugang zur literarischen Welt haben wie früher. Aber auch da sind so Möglichkeiten. Also ich habe zum Beispiel die Blindenschrift gelernt und natürlich sind auch Hörbücher und so. Und ich habe aber auch einige Freunde, die mir immer wieder so Zeitungsartikel, Ausschnitte aus Büchern vorlesen und bei WhatsApp zum Beispiel schicken und so. Also das finde ich auch so krass schön. Ich bin gerade bei meiner Oma zu Besuch und die hat gerade zugehört und hat mich auf ein Zitat von Goethe hingewiesen, was sehr passend ist. Und zwar: Willst du dir ein gutes Leben zimmern, musst ums Vergangene dich nicht kümmern. Und wäre dir auch was verloren, musst immer tun wie neugeboren. Und deswegen hoffe ich auch hier eben immer mal wieder so einen Austausch schaffen zu können, indem man sich gegenseitig einfach Gestaltungsmöglichkeiten berichtet, weil es für mich immer schon sehr bereichernd war zu erleben, wie andere leben. Ich finde halt irgendwie dieses Thema so schön, weil es nicht endend ist. Also es ermutigt mich auch immer wieder, weil ich mir denke, so es gibt bestimmt noch mal wieder eine ganz andere Herangehensweise, die ich kennenlernen werde. Schreibt wie immer gerne eure Meinung und eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ich lese die sehr gerne. Und ja, bis nächsten Sonntag. Tschüssi.